Moin zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Bus-Simulator. Letztens sind wir dabei stehen geblieben, dass wir endlich schon einen zweiten Angestellten haben, den Helmut. Und natürlich dadurch einen weiteren Bus gekauft haben, damit wir jetzt drei Stück haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Den Helmut haben wir gleich auf die Route 4 angesetzt, weil die 5 Haltestellen hat. Und ja, wir machen jetzt mal... Ja... Route 2 machen wir jetzt mal. Nächster Halt, Media Center Astra. So, wollen wir mal gucken. Das ist nicht meine Uhrzeit. Natürlich könnt ihr eine Fahrkarte haben. Wir wollen eine Woche. Ein Ticket. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Eine Fahrkarte bitte. Na klar. Wo hab ich ihn schon? Augenblick. Okay. Kein Schwarzfahrer. Dann fahren wir mal weiter. Zur nächsten Haltestelle. Ja, in der letzten Folge, wie gesagt, haben wir einen dritten Bus gekauft und zweite Angestellte eingestellt, den Helmut. Und haben auch gleich, ja, wir haben gleich 50.000 gemacht, also schon ordentliche Summe. Und ja, und wir hatten natürlich einen Feiertag, wo ein bisschen mehr Fahrkäste kamen und dadurch mehr Geld gemacht haben. Deswegen hat das schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, jetzt fahren wir mal hier Route 2. Und ja, mal schauen. Jetzt müssen wir zur Westspeiche. Und natürlich habe ich den gleichen Fehler wie immer gemacht, ne? Man kennt mich mittlerweile. Ja, gucken, ob wir alle einen rechten. Einzel, Student. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jupp. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Na klar, ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen? Wie oft wollen Sie die? Wie oft wollen? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Na klar. Na klar. Ja, wir haben alle die Fahrkarte. Das heißt, wir können weiterfahren. Und mal schauen. Das ist knapp angehalten. Morgen, mein Schatz. Warte. So, fette Auto hier auch noch. Das Auto. Guck doch. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Zeit aufholen. Was meinst du? Nächste Halt, Ostspeiche. Ein Rollstuhl? Nein, brauchen wir nicht. Was?
Ach so. Was? Ach so. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Na klar. Augenblick da. Hier, bitte. So, und ich merke leider kein Schwarzfahrer wie in der letzten Folge. Leider. Ah, okay, so geht das mit dem Sonnenschutz. Katze zeigen? So, jetzt geht's Vollgas weiter zum Krenusplatz. Und damit auch schon die Endstation. Schade, bis jetzt habe ich noch keinen Bus gesehen von mir. Vielleicht treffe ich ihn gleich noch irgendwo oder bald. Und ja. Ja, in der letzten Folge sind wir auch bei einer Route meinen Bussen irgendwie begegnet, beziehungsweise einen weiteren Bus. Ah, guck mal, da haben wir schon. Guck mal, da fährt doch Pikachu. Pikaluf Bus Airline. So, sind wir hier schon wieder angekommen. Nächster Halt, Krenusplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, jetzt warten wir natürlich, bis alle ausgestiegen sind hier. Bis dann. Beenden. Okay, 37.000 haben wir jetzt gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt gleich weiter zur nächsten Dings. Plan über. Und ich würde sagen, wir fahren mal die Route 4 mal wieder. Nächster Halt, Media Center Astra. Irgendwann mit dem Rollstuhl? Nein. So ein schöner Tag. Was? Ach so, na klar. Hier. Bitte, Augenblick. Gut, noch keinen Schwarzfahrer erwischt. Dann fahren wir gleich weiter zum Stockerplatz. Nächster Halt, Stockerplatz. So, wollen wir mal gucken. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich einigermaßen so nach Plan. Wir machen halt Geld, was wir brauchen. Perfekt, einmal langsam rüberfahren. Jetzt fahren wir wieder hier ein bisschen im Kreis. Und ja, ich würde sagen, da ist schon unser Platz, der Stockerplatz, wo wir anhalten müssen. Da ist auch unsere Hilfe. Ein Angestellter von uns. Ich liebe die Sonne. Sie versperren die Tür. Sie haben meine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich habe Ihnen meine. Hier ist die Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon. Na klar. Oh. Aha. Tut mir leid.
Ich muss. Da haben wir mal seit langem mal wieder einen Schwarzfahrer erwischt. So, jetzt fahren wir zum Krenusplatz. Ja, dann fahren wir weiter. Ich wollte nur mal kurz gucken, wegen dem Schneichen, ob man da irgendwann aufwecken muss, aber irgendwie. So, wie es aussieht, steckt hier keiner ein. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Ja, würde ich sagen, fahren wir weiter. Wenn hier keiner einsteigen und aussteigen will, fahren wir weiter. Auf jeden Fall sind wir gut dabei schon wieder, wie immer. Ne, halt. Ist halt keine Deutsche Bahn. Was stinkt denn hier so? Wir sind auf jeden Fall keine Deutsche Bahn. Wir halten uns an die Uhrzeiten. Okay. Hier gibt's einen Rowdy. Mehrere Fahrkarten bitte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich, können Sie eine haben. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar. Augen. Was? Ach so. Na klar. Wie oft wollen Sie... Sie haben mal... Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen mal... Klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maus. So, dann geht's weiter. Oh, ich bin schon eine Minute im Verzug. Aber wir sind ja schon gleich bei der Endhaltestelle. Ja, fahren wir weiter. Bitte alle aufstehen. Ja. Und ja, da schleicht schon wieder einer. Und der Blick hat auch was. So, guck mal, will aussteigen hier. Würde ich sagen, war es wieder eine erfolgreiche Fahrt. Wir gucken nochmal, ob irgendwo Müll hier abgelassen wurde. Aber sieht ja alles gut aus. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Fahrt. Mal gucken, was die anderen beiden Angestellten mitbringen von Geld her. Ah, wieder 1A-Werte. $38.000 haben wir gemacht. Ja, jetzt haben wir $152.000. Und ich überlege mal, ob ich mir jetzt vielleicht... Ah, eine Tour müsste ich nochmal fahren.
kriegen wir 12. Ja, als nächstes holen wir auf jeden Fall mal den Bus. Dann fahre ich den und dann holen wir noch einen neuen Angestellten. Apropos Angestellte, wie weit ist denn? Die ist Geselle und der ist Lehrling noch, aber der ist auch bald Geselle. Ja, ich würde sagen, eine Route fahren wir noch und dann holen wir uns den nächsten Bus in der nächsten Folge. Was fahren wir denn mal? Da fahren ja die beiden. Würde ich sagen, fahren wir wieder im Media Center. Mal. Hier. Natürlich muss natürlich die letzte Route sein. Regnerisch. Klar. Ist ja logisch. Muss ja sein. Aber ich lasse das Wetter immer auf Zufall. Ich will zufällig haben das Wetter. So, und fahren wir zum Wäschspeicher. Mal gucken, ob wir wieder einen Bus von mir sehen. Blöd ist es jetzt bei dem Wetter leider nicht den Boden spülen. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe bis jetzt immer noch nicht. Einmal abbiegen. Perfekt. Und dann sind wir gleich schon wieder bei der Wäschspeicher. Und dann perfekt. Hier will keiner rüber. Perfekt. So, dann steuern wir mal die Wäschspeicher an hier. Linker setzen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Haben wir einen hier mit dem Rollstuhl? Nein, haben wir nicht. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Tag, Standard, er möchte 3 Stück. Danke. Oh, okay. Bitte. Heute gibt's mal Geld aus der Kasse. Ist aber langweilig. Wie oft wollen Sie die? Was? Du hast ein Ticket, mein Freund. Hier. Ich dachte, ich... Klar. Aha, da haben wir schon wieder einen Schwarzfahrer. Seit das zweite Mal wieder in Folge, dass ich bei einer Route wieder einfinde. Nun liegt, dass ich in der letzten Folge keinen einzigen gesehen habe, beziehungsweise gefunden habe. Beziehungsweise Kacke halt dabei war zum Glück. Gucken, wann der LKW weiterfährt. Normalerweise hat der ja Vorfahrt, bin ich der Meinung. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du nee, gar nicht, ich hab keine Vorfahrt. Langweilig. Naja, warten wir einfach mal ab hier. Ich hab den Platz gleich stehen. Jawohl, perfekt. Haben wir einen mit dem Rollstuhl hier? Ja, haben wir. Eine Fahrkarte, bitte. Einzelstandard eine. Danke. Du bekommst kein Geld zurück. Ist er schon drin mit dem Rollstuhl? Ja, jo. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Oh nein, ich hab sie verloren. Aha, da war schon wieder einer. Sie haben meine Fahrkarte? Klar. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Müssen wir mal kurz in den Spiegel gucken. Kommt keiner. Gut, dann geht's weiter. Oh, Entschuldigung. Ja, ich hab's gehört, mein Freund.
Deswegen bin ich stehen geblieben. So, auf jeden Fall sind wir wieder überpünktlich. Pünktlicher als die Deutsche Bahn auf jeden Fall. Naja, eine Minute auf der Zeit bis zur Haltestelle. Perfekt. Zeitplan ist wieder perfekt. So, hier muss die Kleine rüber, perfekt. Ja, diesmal sehen wir unser Bus leider nicht auf der Route hier entgegenkommen. Doch, da kommt er doch. Hey. Da ist er doch. Lange nicht gesehen. Das ist mein Bus. Oh, und daneben. Danke, ja, schön. Und Tag. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das so. Das wäre nicht die perfekte Fahrtposition. Ach, das... Wie nett die alle sind, ne? Der mit den Nachteilen muss natürlich zum Schluss raus. Naja, so sind die Leute hier im Spiel halt. Kurz gucken, ob irgendwo Müll liegt. Nö. Dann würde ich sagen, Fahrt beenden. Naja, wir haben zwar jetzt nur 30.000 gemacht, beziehungsweise meine Fahrt hat nur 6.000 gebracht. Wenigstens, das meiste, was wir schon mal hatten, war 47.000. Aber überlegt, wir sind ja auch schon in Woche 13. So, jetzt wollte ich mir auf jeden Fall den neuen Bus holen. Theoretisch habe ich sogar so viel Geld. Ne, habe ich nicht. Ne, wir holen uns erstmal den hier. Gekauft. So, Bus. Ich lasse mal die Flecken dran. Und würde ich sagen, wenden wir das an und holen uns noch schnell, nee, nicht Multiplayer. Holen uns noch schnell einen Angestellten. Mal gucken, wie wir so haben. Hat noch nie etwas gehört. Hat noch nie Schnee gesehen. Also die ist schon mal raus. Also miserabel im Kopfrechnen ist auch schon mal raus. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier. Den Daniel Baus. Nehmen wir dazu. So. Bei der nächsten Folge wird der Helmut auf jeden Fall Geselle. Vielleicht kriegen wir die Elsa dann schon auf. Keine Ahnung, was dann kommt. Und ja, der Daniel Baus ist jetzt auch zum ersten Mal neu dabei. Dann planen wir den nochmal schnell ein. Die beiden Routen sind ja schon weg. Dann würde ich sagen, wir nehmen ihn für Route 1 noch schnell. Fahrerplan nehmen wir natürlich den Citaro, den anderen, den neuen Bus werde natürlich ich einweihen. Hallo, wer ist er? Hä? So, und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis beim nächsten Mal und ja, bis dann.